Merhaba. Deutsche Verben Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almancada çok kullanılan fiillerden schwitzen, vermeiden, stechen, verletzen, verschreiben fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan altı zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, tv, kitap, makale vs. de kullanılmaktadır. Perfect, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1 gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2 gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfect, geçmiş geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor, fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz, schwitzen terlemek anlamına geliyor. Präsent, ich schwitze. Ben terliyorum. Ich schwitze. Ich schwitze. Präteritum, ich schwitzte. Ben terliyordum, terledim. Ich schwitzte. Ich schwitzte. Perfekt, ich habe geschwitzt Bantalidim. ich habe geschwitzt ich habe geschwitzt ich schwitze ich schwitze ich schwitzte ich schwitzte ich habe geschwitzt ich habe geschwitzt Futurbir, ich werde schwitzen. Bantarlejim, ich werde schwitzen. Ich werde schwitzen. Futuriki, ich werde geschwitzt haben. Bantarlemish ich werde geschwitzt haben. Ich werde geschwitzt haben. Plusquamperfekt, ich hatte geschwitzt. Bantalimishtim. Ich hatte geschwitzt. Ich hatte geschwitzt. Tekrahidilim. Ich werde schwitzen. Ich werde schwitzen. Ich werde geschwitzt haben. Ich werde geschwitzt haben. Ich hatte geschwitzt. Ich. hat geschwitzt. Örnek cümlemize geçelim. Er schwitzt im Sommer extrem. O yaz aylarında aşırı terler. Tekrar edelim. Er schwitzt im Sommer extrem. Er schwitzt im Sommer extrem. Diğer fiilimiz vermeiden. Bir şeyden kaçınmak, sakınmak anlamına geliyor. Präsens Ich vermeide. Ben kaçınıyorum. Ich vermeide. Ich vermeide. Präteritum Ich vermied. Ben kaçınıyordum, kaçındım. Ich vermied. ich vermied perfekt ich habe vermieden beim ich habe vermieden ich habe vermieden ich vermeide ich vermeide ich vermied ich vermied ich, vermied. ich habe vermieden Ich habe vermieden. Futurbir Ich werde vermeiden. Ban Ich werde vermeiden. Ich werde vermeiden. Futuriki ich, 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 ich werde vermieden haben. Ban mich Ich werde vermieden haben. Ich werde vermieden haben. Plus perfekt. Ich hatte vermieden. Ban Kutchenmuschem. Ich hatte vermieden. Ich hatte vermieden. Teklaridilem. Ich werde vermeiden ich werde vermeiden, ich werde vermieden haben, ich werde vermieden haben, ich hatte vermieden, ich hatte vermieden. Ich, hatte vermieden. ich vermeide den Wind, weil mein Nacken schmerzt. Rüzgardan çünkü boynum ağrıyor. Tekrar edelim: Ich vermeide den Wind, weil mein Nacken schmerzt. Ich vermeide den Wind, weil mein Nacken schmerzt. Diğer bir örnek cümlemiz: Bei sonnigem Wetter vermeide ich Auto zu fahren. Ich fahre, ich fahre lieber Fahrrad. Bei sonnigem Wetter vermeide ich Auto zu fahren. Ich fahre lieber Fahrrad. Bei sonnigem Wetter vermeide ich Auto zu fahren. Ich fahre lieber Fahrrad. Diğer bir fiilimiz stechen. Batırmak, sokmak anlamına geliyor. Präsens ich steche. Ben batırıyorum. Ich steche. Ich steche. Präteritum ich stach. Ben batırıyordum, batırdım. Ich stach. Ich stach. Perfekt, ich habe gestochen. Bambutledem, ich habe gestochen. Ich habe gestochen. Ich steche, ich steche, ich stach. Ich stach. Ich habe gestochen, ich habe gestochen. Futur bir Ich werde stechen. Ben batıracağım. Ich werde stechen. Ich werde stechen. Futur iki Ich werde gestochen haben. Ben batırmış olacağım. Ich werde gestochen haben. Ich werde gestochen haben. perfekt Ich hatte gestochen. Ban Butrmushtum. Ich hatte gestochen. Ich hatte gestochen. Tekraridelim. Ich werde stechen. Ich werde stechen. Ich werde gestochen haben. Ich werde gestochen haben. Ich hatte gestochen. Ich hatte gestochen. Örnek cümlemize geçelim. Gestern stach sie eine Biene im Garten. Dün bahçede onu bir arı soktu. Tekrar edelim. Gestern stach sie eine Biene im Garten. Gestern stach sie eine Biene im Garten. Diğer fiilimiz verletzen. Birisini yaralamak, incitmek, gücendirmek anlamına geliyor. Zih zamiriyle kullanıldığı vakit yaralanmak anlamına geliyor. Present ich verletze. Ben gücendiriyorum. Ich verletze. Ich verletze. Präteritum: ich verletzte. ich verletzte. Ich verletzte. Ich verletzte. Perfekt: Ich habe verletzt. Ich habe verletzt. Ich habe verletzt. Tekrar edelim. Ich verletze ich verletze ich verletzte. Ich verletzte. Ich habe verletzt. Ich habe verletzt. Futur bir. Ich werde verletzen ban regim. ich werde verletzen ich werde verletzen futuriki ich werde verletzt haben ban olacağım. ich werde verletzt haben ich werde verletzt haben plus ich hatte verletzt. Ban mischten. Ich hatte verletzt. Ich hatte verletzt. Ich werde verletzen. Ich werde verletzen. Ich werde verletzt haben. Ich werde verletzt haben. Ich hatte verletzt. Ich hatte verletzt. Örnek cümlemize geçelim. Er verletzte sie mit seinen Worten. Onu sözleriyle incitti. Tekrar edelim. Er verletzte sie mit seinen Worten. Er verletzte sie mit seinen Worten. mein Sohn ist auf dem Schulgelände gefallen und hat sich am Knie verletzt. Oğlum okul bahçesinde düştü ve dizinden lande mein Sohn ist auf dem Schulgelände gefallen und hat sich am Knie verletzt.

Präsens Ich verschreibe. Ban Ich verschreibe. Ich verschreibe. Präteritum Ich verschrieb. Ban Ich verschrieb. Ich verschrieb. Perfekt ich habe, verschrieben. ich habe verschrieben ich habe verschrieben ich habe verschrieben ich verschreibe ich verschreibe ich verschrieb ich verschrieb ich habe verschrieben Ich habe verschrieben. Futur bir, ich werde verschreiben. Ben reçete yazacağım. Ich werde verschreiben. Ich werde verschreiben. Futur iki, ich werde verschrieben haben. Ben reçete yazmış olacağım. Ich werde verschrieben haben. Ich werde verschrieben haben. Plusquamperfekt. Ich hatte verschrieben. Ich hatte verschrieben. Ich hatte verschrieben. Ich, hatte verschrieben. ich, hatte versch ich werde verschreiben. Ich werde verschreiben, ich werde verschrieben haben, ich werde verschrieben haben, ich hatte verschrieben, ich hatte verschrieben. Der Arzt hat ihr Medikamente gegen Erkältung verschrieben. Doktor soğuk algınlığına karşı ona ilaç yazdı. Tekrar edelim. Der Arzt hat ihr Medikamente gegen Erkältung verschrieben. Der Arzt hat ihr Medikamente gegen Erkältung verschrieben. Farklı bir örnek cümlemiz Ich habe mich in der Prüfung verschrieben. Deshalb wurden mir Punkte abgezogen. Ich habe mich in der Prüfung verschrieben. Deshalb wurden mir Punkte abgezogen. Ich habe mich in der Prüfung verschrieben deshalb wurden mir punkte abgezogen bu schwitzen vermeiden stechen verletzen verschreiben viel gördük bir sonraki dersimizde görüşmek üzere